Willkommen zu einer neuen Folge Talk About. In der heutigen Folge begeben wir uns mal ein bisschen in die Welt des Cosplays. Warum macht man sich so viel Mühe für so ein Kostüm? Was fasziniert an diesem Cosplay? Und das sind Fragen, die wir heute klären werden und natürlich auch noch einige andere. Heute darf ich bei mir begrüßen Ramona, bekannt als Neko Yona. Auf Facebook finden wir sie unter dem Namen Neko Yona Cosplay, also check das doch bitte mal aus. Des Weiteren darf ich begrüßen Lavi Harley, oder Harley, Entschuldigung. auch sie findet man auf Facebook und, wer das gedacht, natürlich unter demselben Namen. Auch dort bitte mal kurz vorbeigucken, wenn ihr ein paar Arbeiten von ihr angucken möchtet. Als letztes in der Runde darf ich dann noch Annie begrüßen. Leider sie nicht auf Facebook, aber das ist halt nun mal so. Wir fangen doch gleich mal bei dir an. Cosplay, warum machst du das? Wie bist du zu dem gekommen, zu diesem Hobby, das ja schon ein bisschen spezieller ist, würde ich mal meinen? Dazu gekommen bin ich etwa vor 6-7 Jahren, als ich zum ersten Mal die Jan in Winterthur besucht habe. Und da hatte ich noch gar nicht gewusst, dass überhaupt Leute verkleidet sein werden. Ich war da und ich war vollkommen geflasht und ich dachte nur, ich will auch. Mhm. Nächstes Jahr will ich das auch. Und hatte dann mit der Freundin, mit der ich dort war, im nächsten Jahr dann auch etwas geplant und habe so ein bisschen angefangen. Zuerst nur mal weiße Hosen gekauft und pink eingefärbt, etwas draufgebügelt und keine Perücke, nichts. Und wir waren da schon mega stolz drauf. Und dann im nächsten Jahr der nächste Schritt, mal etwas selbst nähen. Und so kam ich dann irgendwann da rein. Und einfach das Herstellen und dann auch das Präsentieren vom Cosplay finde ich mega interessant. Ist das für dich so das Gleiche? Wie bist du so in diese, ich möchte jetzt nicht Szene nennen, aber ja, wie bist du da reingerutscht? Also ich war das erste Mal an der Comicbörse und dort habe ich verkleidete Leute gesehen und das hat mich sehr fasziniert und ich bin dann nach Hause gegangen und habe dann herausgefunden, dass es Cosplay ist. Und ich hatte in der Schule dann ein Projekt, also ich musste ein Projekt wählen und da habe ich gedacht, mache ich doch das Thema Cosplay. Und da war ich dann das erste Mal an der Japani Manga Night in Winterthur. Wie lange ist das jetzt her? Jetzt dann bald 2 Jahre. Okay, also noch ein bisschen frischer in diesem ganzen Bereich. Wie sieht das Ganze bei dir aus? Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich wusste schon sehr lange, was Cosplay ist und ich habe das immer total toll gefunden, hatte aber nie den Mut, mich selbst zu verkleiden oder irgendwas selbst zu machen. Ich dachte mal, ich könne das nicht. Und als letztes Jahr die Fantasy Basel zum ersten Mal in Basel war, also dass es die zum ersten Mal gab, dachte ich, jetzt nutz die Chance und verkleide dich und das war so toll. Und dann habe ich dann auch angefangen, selbst die Kostüme zu machen. Also das erste Kostüm hatte ich noch gekauft und jetzt habe ich für die nächsten Cons bin ich ausgerüstet. Das ist auf jeden Fall cool. Wir haben natürlich gibt es Leute, die nicht so viel mit dem Ganzen anfangen können und da möchte ich auch gleich bei dir bleiben. Was ist für dich dieser Reiz an sich, eben zu verkleiden, dich als Charaktere auszugeben, aus Spielen oder Animes oder was auch immer? Also ich war schon immer total Fan von Mangas und ich habe schon früher immer Videospiele gespielt. Ich habe The Lord of the Rings gelesen, als ich ein Teenager war. Ich war schon immer sehr fasziniert von dieser Fantasy-Comic-Welt und dann etwas selbst zu machen und das dann selbst zu tragen, es ist einfach, man ist gerne in dieser Welt und wenn man sich dann noch verkleidet, dann ist man da noch ein bisschen mehr drin und so. Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Ich habe das jetzt auch das erste Mal gemacht, letztes Jahr zwar auch nur ein gekauftes Kostüm, aber immerhin und es hat schon seinen gewissen Reiz. Durchschnittlich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Cosplays du schon so erstellt hast, aber durchschnittlich, wie viel Zeit investierst du in so etwas? Durchschnittlich ist mir unmöglich zu sagen, ich kann es wirklich nicht sagen. Also es hat sich mit der Zeit gesteigert. Natürlich, je nach Projekt, das man aussucht, ist es auch viel schwieriger.
Wie gesagt, am Anfang habe ich was gefärbt, nicht mal selbst was genäht, aber auch da musste man Energie reinstecken. Ja, klar. Und mittlerweile so für die etwas größeren Projekte, die ich in letzter Zeit gemacht habe, sei das ein Charakter namens Midna oder Nausicaa ist im Moment gerade sehr neu, okay, mein neuestes cool. Cosplay, da hatte ich mehr als 100 Stunden investiert. Also es ist wirklich viel Zeit, die man damit auch verbringt. Und wenn man es dann endlich mal fertig hat und dann rumzeigen kann, dann ist die Freude umso größer. Wenn man ganz viel Zeit da reingesteckt hat. Da ist man schon stolz, ne? Ja. Muss natürlich sein. Ja, wie ist das so ein bisschen vom Geld her? Wie viel Geld fließt da in so ein Projekt? Sehr viel. Also wenn man es selber macht, dann sehr viel. Ja. Aber das ist immer unterschiedlich. Ja. Nur schon, wenn man irgendein Schwert anmalen muss. Man muss dann eine ganze Spraydose oder eine Farbtube kaufen und dann ist das mega schnell sehr, sehr viel. Und wenn du die Farbe nachher gar nicht mehr brauchst für ein Jahr lang, dann musst du wieder neue kaufen. Das ja, ist das ein bisschen ist doof. Habt ihr euch da vielleicht so extra einen Raum eingerichtet oder so? Ich kenne jetzt jemanden, wo jetzt mittlerweile so eine kleine Werkstatt und so gebaut hat, wo sie so ihre Cosplays macht. Ist das bei euch auch so oder macht ihr das in eurem Zimmer einfach? Also ich habe eine eigene Wohnung, das macht alles sehr viel einfacher. Auch bin ich eine Lehrerin, das heißt, ich kann den Werkraum meiner Schule benutzen. Ja, praktisch. Das ist auch praktisch, so mit einer Schleifbandmaschine oder ja. Aber ansonsten habe ich auch in meinem Büro ist eigentlich ein Cosplay-Zimmer umgewandelt worden. Also mit einem Arbeitstisch, mit einer Nähmaschine, mit verschiedenen Werkzeugen. Es hat sich schon einiges angesammelt in den Jahren. Bei dir wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger sein. Ja, das wär natürlich das Tollste. Aber ich wohne mit meinem Freund zusammen und wir haben keinen Platz für ein, also die Zimmer sind alle belegt. Das heißt, ich schleppe dann immer meine ganzen Unterlagen und die Sachen und alles, was ich brauche, das Warbler und die Heißluftpistole. Und das wird dann alles aufgebaut auf dem Küchentisch und dann wird da gebastelt und gemalt und dann kommt auch mal der Küchentisch leider drunter und dann wird alles wieder weggeräumt, weil am Abend dann Leute zum Essen kommen. Also ein bisschen aufwendiger. So. Das ist natürlich auch gerade interessant. Was hält dein Freund von dieser ganzen Sache? Er liebt mich und er unterstützt mich, aber er selbst ist nicht so sehr in dieser Szene, aber ich habe ihn auch schon dazu gebracht, sich auch zu verkleiden, okay. Aber ich organisiere dann eigentlich das Kostüm und alles, aber er macht das wirklich toll dafür, dass er das eigentlich, also ihm sagt das nicht so viel, aber er findet mich jetzt auch nicht doof, das ist wäre ein bisschen ungeeignet. Ja. Ja, wir kommen vielleicht ein bisschen zu einem heikleren Thema. Es ist ja so, dass man teilweise ein bisschen komische Sprüche liest oder im Internet oder ein bisschen doof angemacht wird, weil es gibt ja halt Charaktere, die sind ein bisschen leichter bekleidet. Es gibt halt auch viele Frauen, die trotzdem gerne solche Charaktere darstellen, aber wie jetzt zum Beispiel für dich, ich weiß natürlich jetzt nicht, was du schon für Sachen angehabt hast, aber ja, wenn es einen Charakter gibt, den du echt gerne darstellen möchtest, aber der halt wirklich ein bisschen mehr Haut zeigt, ist das für dich ein Problem oder findest du das dann schade, dass er halt irgendwie nicht andere Kostüme hat oder lässt du vielleicht sogar deine eigene Fantasie reinfließen, um den ein bisschen mehr zu bestücken? Also ich schaue dann meistens immer, dass ich irgendwie, wenn jetzt die Hose zum Beispiel zu kurz ist, dann mache ich eine längere Hose. Also ich schaue immer ein bisschen, dass ich das anpasse, dass es nicht so zu freizügig ist. Okay, und bei dir? Ich halte grundsätzlich meine Finger weg von Charakteren, bei denen man zu viel Haut sieht. Ich fühle mich selbst einfach nicht wohl genug, um so in der Öffentlichkeit rumzulaufen. Gleichzeitig muss ich sagen, ja, im Schwimmbad laufe ich ja auch im Bikini rum, warum sollte dann das ein Problem sein? Aber es ist irgendwie anders. Ich hatte auch schon mal wirklich einen kurzen Rock an und da habe ich mir dann zum Glück bei dem Charakter, der auch noch bauchfrei war, ein Kimono anziehen können, damit man von hinten eigentlich nicht so viel sieht und mein Bauch wurde auch nicht so fest gesehen, weil da hatte ich Stoff da vor mir und dann fand ich, dann war es mir eigentlich ziemlich wohl. Aber ansonsten finde ich, nehme ich lieber einen Charakter, der nicht gerade so wenig Stoff um sich herum hat. Ja, ist natürlich wichtig, dass es einem wohl ist, weil das wäre schon ein bisschen doof.
Ich finde es toll, wenn es andere machen, aber wenn sich andere das getrauen, auch wenn man vielleicht ein bisschen mehr Kilo hat, ich traue mich einfach noch nicht so. Und wenn andere das machen, dann, ja. Ja, wenn sie Spaß daran haben. Es ist ihre Entscheidung, haben. Genau, und dann sollen sie das ganz gerne machen. Man muss sich ja auch wohlfühlen dabei, ja, genau. Wenn man was trägt. Genau. Ja. Wir können das ja so ein bisschen abgrenzen, dass die Cosplay-Sache, viele verkleiden sich nur, viele sagen aber dann, richtiges Cosplay entsteht auch erst, wenn man auch diesen Charakter so ein bisschen verkörpert halt. In welche Richtung geht es bei euch, also zum Beispiel bei dir? Also wenn ich ein Kostüm anhabe, dann versuche ich schon, mich auch so ein bisschen zu verhalten, aber es ist natürlich schwierig, natürlich. Wenn man irgendwie eher ruhig ist und dann einen Charakter darstellt, der da total extrovertiert herumrennt und alle anschreit, ist das etwas schwieriger. Aber ich persönlich gehe auch nicht auf die Bühne. Also es ist auch noch ein Unterschied, wenn man an Cosplay-Wettbewerb mitmacht und auf die Bühne geht, denke ich, ist das nochmal etwas ganz anderes. Also ich mache es wirklich für mich aus Freude. So. Da haben die beiden mehr Erfahrung, die gehen auf die Bühne. Also ihr wart schon auf die Bühne. Ja. Ja. Wie war das für dich dann? Ganz toll. Es macht riesen Spaß, wirklich. Und ja, man kann wirklich zeigen, sozusagen die Figur kann man wirklich präsentieren, wie sie ist. Man kann wirklich den ganzen Spaß genießen und ja, das ist wirklich toll. Beim ersten Mal aufgeregt gewesen? Also ja, schon. Schon. Ja, wenn man ein riesen Publikum sieht, dann denkt man schon, wow. Aber nachher geht es wieder. Dann okay. Fühlt man sich richtig wohl auf der Bühne. Bei dir hattest du gerade beim ersten Mal Angst vor harter Kritik? Nicht unbedingt vor harter Kritik. Ich habe keine Angst vor Kritik. Ich finde die sehr, sehr nützlich. Ja. Auch letztens hat jemand gemeint, ja, dein Make-up für den einen Charakter, da fehlt noch etwas. Und ich so, ja, sag mir bitte was, weil ich weiß, dass ich möchte das gerne verbessern. Sie hat mir dann keine Antwort gegeben. Und dann dachte ich, ja gut, dann ist mir das egal, was sie da schreibt. Und ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man auf der Bühne steht, wenn man bei Wettbewerben mitmacht, dass man auch wirklich von der Jury die Rückmeldung bekommt und ja, es einfach zeigen kann und dann viel Spaß haben kann auf der Bühne. Ja, dann ist die Motivation nachher auch da, sich zu steigern fürs nächste Jahr wahrscheinlich. Genau, und so, ja, jetzt habe ich das geschafft, jetzt will ich was Schwierigeres schaffen und ja, es spornt einen auch an und bei Wettbewerben finde ich auch immer das Tolle, die anderen Cosplayer kennenzulernen. Ich finde es immer toll, wenn man so hinter der Bühne steht und ja, es geht alles gut, keine Angst. Oder man hat sich gegenseitig die langen Haare gekämmt bei der Perücke, weil allein geht es einfach so doof. Und ja, es hat mir einen Riesenspaß. Ja, weil man sich halt auch in Gruppen natürlich befindet, wo man sich halt so ein bisschen versteht. Ne? Aber du, wo jetzt noch relativ neu in dem Ganzen bist, ja, ich weiß nicht, ob du auch schon Shootings oder was weiß ich hattest, aber für dich persönlich, was ist momentan so das Beste am Cosplay? Ist es, wenn du dein Kostüm allen präsentieren kannst oder die Arbeit oder ja? Also das, was für mich bisher das Beste am Cosplay war, war, dass ich sie kennengelernt habe dadurch. Das war definitiv das Beste. Auch andere Leute, die halt einfach die gleichen Interessen haben. Aber für mich persönlich, also ich würde gern meine Kostüme shooten, habe ich bisher noch nicht gemacht. Und die Freude am Arbeiten und das Endprodukt dann zu sehen, das ist wirklich das, was ich am tollsten finde. Deswegen gehe ich auch nicht auf die Bühne, weil es ist wirklich der Prozess, das Kostüm zu machen. Ja. Aber könntest du es dir vielleicht in Zukunft mal vorstellen? Ich denke eher nicht eher wirklich, also nicht am Wettbewerb. Vielleicht, manchmal gibt es sowas wie der Publikumsliebling. Ja. Das wäre eine Idee, aber so Wettbewerb traue ich mich wohl nicht. Jetzt gucken wir doch gleich, ob sie das Kompliment zurückgeben kann. Was war für dich so das Beste am Cosplay? Auch sie kennengelernt zu haben. Das war wirklich so süß. Unsere Blicke haben sich wirklich so getroffen. Und irgendwie, ja, es war schon irgendwie so, als hätten wir uns ganz lange gekannt. Und ja. Sie gab gerade ein Interview. Ja. Und dann habe ich sie gesehen und dann bin ich da gestanden und habe gewartet, bis sie endlich fertig ist. Und ich kam so. Ah. Ja. Ja, es war wirklich toll. Mhm. Habt ihr euch verkleidet getroffen? Ja. Ja, wir hatten dasselbe. Also sie war Harlequin aus Arkham Knight. Genau, und ich war die Harlequin aus Arkham City. Okay, cool. Dann, ja.
ich hatte noch meinen Joker dabei und dann... Hat das ziemlich gut gepasst. Ja, hat es gut gepasst. Und jetzt so nebenher, neben dem noch, was gefällt dir sonst noch daran? Eigentlich alles, wirklich. Also die Kostüme zu kreieren, zu arbeiten und auch wirklich an den Conventions den Spaß mit allen zu haben. Es ist wirklich schön. Es ist eigentlich wie eine große Familie. Man trifft sich, man ist ganz lieb miteinander und man fühlt sich wohl. Jeder kann sich eigentlich wohlfühlen dort. Ja. Wir haben es bei dir gehört, am Anfang bestehen vielleicht eben gerade solche Probleme, dass man es gerne tun würde, aber man traut sich halt nicht so recht. Und es wäre natürlich schön, wenn ihr jetzt vielleicht ein paar Tipps hättet. Natürlich kann man immer sagen, ja, macht es doch einfach, aber gibt es vielleicht auch ein paar andere Tipps, wie man so ein bisschen beginnen sollte. Man sollte natürlich nicht direkt reinschießen und gleich alles Geld wahrscheinlich reinschmeißen. Ja, das kann man immer noch selbst entscheiden, ob man das möchte. Also es hat auch mal, es sind natürlich Ausnahmen. Es gibt auch Cosplayer, die machen gleich als erstes eine Riesenrüstung mit LEDs und allem Möglichen. Also ich habe wirklich mal eine gesehen, die hat sofort mit sowas angefangen. Ich dachte nur, oh mein Gott, ich hätte mich das nie getraut. Ansonsten würde ich sagen, wirklich vielleicht am Anfang nicht das Ziel zu hoch stecken, vor allem wenn man es selber machen will und man hat keine Erfahrung mit Nähen, wirklich nicht so hoch stecken, sich überhaupt mal überlegen, will ich es selbst machen oder will ich mir zuerst mal etwas kaufen, weil auch das Kaufen braucht gewisse Arbeit, sei das nur das Herrichten der Perücke, das Make-up finden, alles zusammenstellen, die Schuhe überhaupt zu finden, das ist manchmal auch sehr schwer. Und vielleicht dann eher mit kleinen Sachen anfangen. Und wenn man überhaupt etwas Neues nähen will, etwas Eigenes nähen will, vielleicht am besten jemanden fragen, wo man da hilft. Sei das auf Facebook, es gibt einige Cosplay-Facebook-Gruppen, die sind immer hilfreich. Also kann man schnell schreiben, ich möchte da gerne einen Mantel nähen, wer kann mir da bitte helfen? Und da kommen dann mehrere Antworten meistens. Also da kann man wirklich Hilfe holen und fragen oder vielleicht kann man sogar mal an einem Nachmittag vorbeigehen. Das ist natürlich ein sehr guter Tipp, wie ich finde, weil ja viele sicher auch das Problem haben, ach, sie würden das gerne tun, aber sie können eben nicht nähen oder so. Und ja, man kann es natürlich schon lernen mit der Zeit, aber mit Hilfe ist das natürlich praktisch. Ich habe mich jetzt nur verkleidet gehabt, ich hatte meins gekauft, aber es war ziemlich cool, als jemand gefragt hat, ob er ein Foto mit mir machen kann. Als dir das, wahrscheinlich ist dir das auch schon passiert, nehme ich fast an, dass mal jemand gekommen ist und ein Foto wollte. Wie war das für dich in diesem Moment? Das ist eigentlich immer ein schönes Erlebnis, auch wenn Kinder kommen. Kinder sind immer so wirklich süß. Also wenn sie zum Beispiel eine Prinzessin sehen oder etwas Feenartiges, dann denken die wirklich, du bist die Prinzessin oder die Fee. Also das ist dann bei den Kindern immer so ein Stern. Oder der Superheld natürlich. Ja, zum Beispiel. Bei den Jungs. Das ist wirklich sehr süß. Und ja, das macht auch Spaß. Und die Leute sind meistens dann noch nervöser als der Cosplayer selber. Weil die denken so, oh, darf ich ein Foto machen? Aber ja, es ist wirklich toll. Man lernt auch viele neue kennen. Natürlich, ja. Ja. Würdest du dem zustimmen? Du hast da die ganze Zeit so genickt. Ja, also ich finde es auch, ich hatte das erste Mal erlebt, so an der Fantasy Basel, dass wirklich jemand mal kam und sagte, kann ich ein Foto machen mit euch? Und ich dachte dann zuerst, klar. Also ja, es ist wirklich, also ich war dann so erstaunt, dass die Leute das wollen und das, es ist wirklich toll und man kann dann total Spaß haben auf den Fotos, wenn man komische Figuren macht oder den Leuten eins aufs Dach gibt. Oder die wollten das alle immer. Also ja, lustig. Die Szene ist, ja, sie ist jetzt schon ein bisschen gewachsen in der Schweiz und so. Wir haben jetzt mittlerweile, ist schön, dass zum Beispiel die Aki jetzt auch dazugekommen ist mit der Convention, ein bisschen zweite und so, aber insgesamt stehen wir halt schon noch in der Deutschland zum Beispiel und so. Begebt ihr euch nur im schweizerischen Raum oder geht ihr zum Beispiel jetzt eben auch nach Deutschland an die Conventions oder wünscht ihr euch zum Beispiel, dass es halt in der Schweiz noch ein bisschen mehr boomt? Also ich finde, in der Schweiz haben wir schon sehr, sehr viele. Also wir haben ja die, sollen wir mal anfangen, Japan Matsuri in Bellinzona. Da gehen noch nicht so viele, zumindest von der deutschsprachigen Schweizer Community hin.
Wir haben im französisch sprechenden Bereich die Polymanga und die Japan Impact. Und dann haben wir natürlich noch die deutschsprachigen Cons, sei das die Japanese Manga Night, Fantasy Basel, die Aki no Matsuri. Also das sind wirklich schon einige, die da sind. Genau, Comicbörse. Und ich finde, langsam habe ich fast keinen Überblick mehr, was es selbst in der Schweiz eigentlich hat. Ja. Die Swiss Toy. Ja, genau, die Swiss Toy, da geht man auch verkleidet hin. Und dann in Deutschland hat es natürlich auch ein paar, wo ich auch schon war. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt nach Deutschland raus. Ist auch immer so ein Reiseproblem, ja, man muss auch wieder arbeiten am Montag und dann gehe ich ungern an einem Wochenende, wo ich keine Ferien habe, irgendwo hin nach Deutschland, um dann wieder am Sonntagabend im Stau nach Hause zu fahren und am Montag ganz K.O. arbeiten zu gehen. Okay, ja gut, kann ich verstehen, aber hat sich dann der Aufwand trotzdem gelohnt? Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ja gut. ja, wir kommen schon fast zum Ende dieser Sendung, vielleicht auch von dir jetzt noch so ein kleinen Tipp oder so für die Leute, die doch gerne anfangen möchten mit dem Ganzen. Ist schwierig zu sagen. Ich habe lange gebraucht, bis ich auch angefangen habe. Vielleicht, wenn ihr jemanden findet, der mitmacht, das hilft. Jemanden, der euch auch unterstützt. Und sonst schlussendlich tut, was euch Spaß macht. Das ist auch noch eine interessante Frage. Vielleicht, es gibt ja auch Leute, die bisschen jünger sind, aber das halt gerne tun würden, aber es kann ein bisschen Probleme halt geben mit den Eltern teilweise, oder sie wissen nicht, wie sollen sie das den Eltern jetzt sagen, dass sie doch gerne mal ein bisschen in sich verkleiden möchten, und na, hast du da vielleicht noch ein paar Tipps? Meistens ist es ja so, also bei vielen, die Eltern denken immer so, was machst du? Was ist das überhaupt? Und ich finde, warum nimmt man vielleicht nicht auch mal die Eltern mit oder man zeigt ihnen ein bisschen diese Welt, dass sie sich auch ein bisschen reinfühlen können, wie das eigentlich wirklich ist. Und ich denke, wenn das wirklich so ein bisschen, man das den Eltern näher bringen kann, dann klappt das schon. Hast du das mit deinen zum Beispiel gemacht, sie ein bisschen in diese Welt geführt? Meine Eltern unterstützen mich sehr und ich liebe sie wirklich über alles und ich bin sehr stolz und froh, dass ich sie habe. Ja. Wie sieht es mit deiner Familie aus? Wie reagieren die auf dein Hobby? Sie haben mal zumindest haben mal alle gesagt, ja, ist okay, ist interessant, oder sind auch interessiert oder finden es einfach spannend. Sie sind nicht in der Szene drin. Aber meine Mutter hat dann auch zum Beispiel gesagt, hey, die Kostüme, die du machst, die sind ja besser meistens als die, die man an Fasching sieht. Und die war eigentlich begeistert und sie würde gerne mal an eine Convention vielleicht mal vorbei, um über nur die Kostüme zu sehen. Mhm. Und haben mir dann auch eine Nähmaschine, eine eigene, mir geschenkt zum Geburtstag, damit ich da nicht immer die aus der Schule mit nach Hause nehmen musste. Und sind auch immer interessiert, was ich mache, und das finde ich toll. Was ich wiederum einen kleinen Tipp für vielleicht Anfänger noch geben möchte, eben wenn man den Eltern sagen und zeigen will, dass man das gerne machen möchte, vielleicht nicht gleich als erstes Cosplay an sehr freizügiges Cosplay wählen, dann sind sie vielleicht kritischer dem gegenüber. Also ich würde vielleicht ein bisschen legerer anfangen. Wenn du vielleicht noch ein bisschen jünger bist, dann ja genau, muss dann es nicht. Bekommt man vielleicht auch besser die Erlaubnis dafür. Ja, wir haben gehört, dass eben dein Freund dich eigentlich unterstützt, aber wie ist es jetzt auch mit deiner Familie da? Also ich habe auch auf Geburtstag eine Nähmaschine bekommen. Ja, also die sind vor allem froh, dass endlich jemand in der Familie näht. Musst du die Hosen flicken, ja, oder so. Genau. Aber sie kannten das nicht vorher, aber sie finden es interessant. Und vor allem, weil sie es nicht kennen, können sie da auch gar nicht so groß mitmachen, aber sie unterstützen das auch total. Da bin ich auch wirklich froh, dass da niemand kommt und sagt, du spinnst doch und das ganze Geld und was tust du da, aber die unterstützen mich auch. Sobald jemand, der einen nicht unterstützt, das Ganze kennenlernt, habe ich das Gefühl, dann kommt auch die Unterstützung. Mhm. Also, weil es macht mich glücklich und dann sind sie auch glücklich. Ja, das hoffe ich doch. Ja, ihr habt es gehört, wenn ihr wirklich mal Lust habt, in das Ganze ein bisschen Einblick zu haben, schaut euch auf Facebook um, sucht Leute, die einfach auch von dem begeistert sind, und eben führt vielleicht eure Familie auch ein bisschen an das Ganze ran. Ja, das war es leider auch schon mit der heutigen Sendung. Ich bedanke mich sehr bei dir, dass du dabei warst, Ramona. Und natürlich auch bei dir, Lavi. Dankeschön. Und
Annie. Danke. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder, wobei man jetzt leider sagen muss tatsächlich, dass das von der Staffel 1 die letzte Talkabout-Folge war. Vielen Dank für all die Kommentare und was wir alles gekriegt haben auf die anderen Folgen und auch hier Feedback von euch wäre sehr, sehr freundlich, damit wir wissen, wie war insgesamt die erste Staffel und ob euch das gefallen hat und ja, wenn wir Glück haben, dann sehen wir uns vielleicht bei einer Staffel 2, je nach dem Feedback und ich würde sagen, einen schönen Tag von meiner Seite, habt ihr noch was zu sagen? Nichts. Dann sehen wir uns vielleicht wieder, bis dahin.